Hallo meine sehr geehrten Zuschauer, willkommen bei Dr. Numismatik TV, heute mit einem weiteren Video von mir. Sagt euch der Name Schmidt-Hausmann was? Wenn ja, kennt ihr euch sehr gut mit Münzen aus. Beziehungsweise mit Medaillen. Denn Schmidt und Hausmann, das sind zwei Geschwister, das ist einmal ein Augenarzt und seine Schwester, die in den Jahr Ende der 1950er Jahre Münzen gefälscht haben. Und zwar nicht irgendwelche Münzen, sondern die Goldmünzen des Deutschen Kaiserreichs. Das Interessante hierbei ist, dass die Fälschungen genau damals den Nerv der Zeit getroffen haben. Denn damals gab es noch keine Anlagemünzen wie die Maple Leaf oder die Britannia oder den Krügerrand. Nein, man hatte damals das ganz normale Kursgeld von früher genommen. Und so zum Beispiel in Deutschland die 5 10 und 20 Mark Münzen und die wurden oft mit einem großen Aufschlag gehandelt, je nachdem wie selten die war und natürlich auch bei der Bank. Und da hatte sich der ehemalige Augenarzt Schmidt gedacht, komm, wir mit seiner Schwester kommen, wir prägen Münzen. Und zwar mit einer Präzision, die seinesgleichen sucht. Sie haben fast dasselbe Gewicht, sie haben dieselbe Reinheit, dieselbe Größe und das Prägbild ist fast immer identisch. Und ich habe eine solche Münze. Wir haben hier eine 5-Mark-Münze aus dem Deutschen Kaiserreich. Und zwar aus Hamburg. Als Original wird diese Münze um die 600, 700 Euro in dem Zustand gehandelt. Wenn nicht sogar bis zu 1000 Euro. Als Schmidt-Hausmann gerade einmal um die 150 bis 150 Euro, also ein bisschen mehr als das Silberwert, Goldwert, ja, also Goldmünze. Ja, doch woran kann man das erkennen, woran kann man das festmachen? In erster Linie muss man sich dabei den Perlkranz hier oben angucken. Wir sehen hier, dass hier zum Beispiel der Übergang ist von dem Perlkranz in den Randstab. Und auf der Rückseite haben wir etwas, was sehr stark auffällt, nämlich der doppelte Randstab hier zum Beispiel. Also, ja. Mir ist es selber nicht auf Anhieb aufgefallen, dass es eine ist, weil ich habe die beim Pfandleiher gekauft tatsächlich für 100 Euro, also quasi den Goldpreis und habe sie nochmal angeguckt, gewogen und habe halt gedacht, ja gut, sie wiegt genau 2 Gramm, also ein bisschen mehr als 2 Gramm und sie wurde auf Gold getestet und alles. Ja, was uns noch auffällt, ist zum Beispiel, dass hier das eine Quadrat im Wappen etwas größer ist. Und ja, was noch interessant ist, um die zu erkennen, sie haben meistens nicht das genaue Gewicht, wie man es kennt, sondern sie meistens zum Beispiel haben manche Stücke dann genau das Gewicht. Also zum Beispiel das jetzt hier hat genau 2 Gramm, also 2 Gramm 900er Gold. Also farblich passen die Münzen und auch vom Prägebild passen sie oft übereinander. Nun, warum steht dann so, wie wir es heute kennen, keine Jahreszahl drauf? Das war damals keine Pflicht, denn es war ja kein gültiges Zahlungsmittel mehr und das Nachprägen historischer Münzen war damals gestattet. Erst nachdem sie des Bankgeschäftes schuldig gemacht haben und verurteilt wurden, gab es ein Gesetz, was besagt, dass Münzen, die nachgeprägt wurden, immer die Jahreszahl der Nachprägung auf der Rückseite oder allgemein auf der Münze tragen müssen, damit es nicht zu Verwechslung kommt. Dieses schöne Stück hier ist eine sogenannte Hausmann-Schmidt-Fälschung und ist dennoch ihr Gold wert. Ja, sagt mir doch mal in den Kommentaren, habt ihr das gewusst oder habt ihr es nicht gewusst? Oder seid ihr genauso aus allen Wolken gefallen wie ich heute, als ich gehört habe, dass mein vermeintliches Schnäppchen in Wahrheit doch bloß eine echt goldene Kopie des Originals ist? Bis zum nächsten Mal bei Dr. Numismatik TV. Tschüss.